Kürzlich ist ein Dokument durch Herr Wimmer, kürzlich ist ein Dokument unter dem Titel Strategische Vorausschau 2040 an die Öffentlichkeit gekommen, in welchem 6 mögliche Szenarien der politischen und ökonomischen Entwicklung in Europa und der Welt skizziert werden. Daraus soll die Bundeswehr einen Ansatz für ihre strategische Planung inklusive Rüstungsplänen erarbeiten. Für wie realistisch halten Sie die Szenarien? Ja, zunächst wundert mich, dass so etwas überhaupt nicht nur erstellt worden ist, sondern auch zeitgerecht zur Herbsttagung der NATO-Verteidigungsminister das Licht der Welt erblicken durfte. Wenn ich so mal an mein politisches Verständnis von Streitkräften überhaupt erinnere, dann muss ich doch sagen, das ist ja eigentlich eine zentrale Aufgabe der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers, wenn es einen gibt, hier einen Auftrag zu erstellen unter dem Gesichtspunkt, wie und was könnte auf uns zukommen, dass das der interessierte Teil in der Bundeswehr selber machen kann. Das ist eigentlich ohne Beispiel. Das ist das Erste. Das Zweite, was man in dem Zusammenhang sagen muss, die Bundeswehr ist ja außerstande, eine sicherheitsmäßige oder militärische Beurteilung der Situation zu erstellen, ohne nicht die Dinge aus der NATO übernehmen zu müssen. Ein eigenständiges Denken ist mir also in den letzten Jahrzehnten bei der Bundeswehr eigentlich überhaupt nicht vorgekommen und deswegen wundert mich das in hohem Maße. Das ist Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3 ist, die brauchen sich doch bei der Bundeswehr nur die Politik der Bundeskanzlerin anzusehen, dann weiß man doch, dass Europa gegen die Wand gefahren wird. Weshalb man dazu Studien erstellen muss, das entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Ja, wenn ich nochmal auf die Szenarien eingehen dürfte, zum Teil wird da ja ein ganz schön düsteres Bild gezeichnet, in dem auf der einen Seite der Westen mit einer zerfallenden EU und überforderten USA stehen, auf der anderen Seite China und Russland, wobei Russland zu einem Aggressor stilisiert wird. Worauf zielt so eine Zukunftsprognose ab? Zunächst mal darauf, das eigene Tun zu verschleiern, denn die Situation, in der wir uns heute befinden, ich habe das ja eben im Zusammenhang mit der Bundeskanzlerin und ihrer Politik versucht deutlich zu machen. Die Situation, in der wir uns befinden, ist ja von der NATO im Wesentlichen selbst hergestellt worden. Ich muss ja nur daran erinnern, dass die verhängnisvolle Entwicklung in Europa erstens mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien angefangen hat und zweitens damit, dass sich der Westen außerstande gesehen hat, der Russischen Föderation gegenüber das einzuhalten, was bei der deutschen Wiedervereinigung Grundlage des 2+4 Vertrages und aller internationalen Übereinkommen gewesen ist. Also vor diesem Hintergrund ist das ganz merkwürdig. Man beklagt Umstände, wo man selber die Ursache gewesen ist. Aber das ist ja inzwischen offensichtlich Methode in der NATO. Gegenüber der Russischen Föderation werden Umstände beklagt, die man im Zusammenhang mit dem Putsch in der Ukraine selber herbeigeführt hat. Das Gleiche gilt ja auch für die Bürgerkriegsauseinandersetzungen in der Ostukraine. Ich habe die Bilder noch vor Augen in deutschen Massenmedien, wo man stolz darauf war, dass im Frühjahr 2014 amerikanische Söldnerverbände die Gegend um Donetsk und Lugansk aufgemischt haben. Also vor diesem Hintergrund ist das vielleicht nur noch mit der großen Lüge zu bezeichnen, mit was wir es derzeit bei der NATO zu tun haben. Aber halten Sie grundsätzlich das Szenario für realistisch, was da gezeichnet wird? Das wird noch verhängnisvoller sein, wenn man die Politik der NATO und ihren Konsequenzen durchdenkt. Wir sind da im Zusammenhang mit der Politik gegenüber der Russischen Föderation nach dem Putsch in der Ukraine, der vom Westen herbeigeführt worden ist, in einer Situation, dass wir uns fragen müssen, haben wir den Kalten Krieg oder kommt der heiße Krieg? Variationen auf diesem Feld, die scheinen ja schon gar nicht mehr möglich zu sein, wenn man die aktuelle Politik der NATO, und da bettet sich ja auch diese Studie hervorragend drin ein, wenn man die zugrunde legt für das, was wir als Menschen in Europa derzeit empfinden.
Gut, was ich der Studie entnommen habe, ist, zum einen wird prophezeit sozusagen, dass die EU auseinanderbröckeln wird, dass immer mehr Staaten austreten werden, dass ja sie sehr, sehr geschwächt wird. Auf der anderen Seite ist eine der möglichen Konsequenzen, die dort aufgezeichnet wird, eine europäische Armee, mit der man sich dann quasi gegen die Feinde, wie auch immer geartet, von außen wehren möchte. Nun beobachten wir diese Diskussion um so eine Armee seit Jahren, also mindestens 3 Jahre bestimmt. Und mit dem zurzeit diskutierten Projekt PESCO scheint sich ja Europa auch tatsächlich in diese Richtung eines militärischen Schengen-Raumes zu bewegen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Ja, ich glaube, da muss man 2 Dinge sehen, denn Sie haben ja auch nach 2 Überlegungen aus meiner Sicht jedenfalls gefragt. Ich habe eben darauf aufmerksam gemacht, dass die aktuelle Politik der noch im Amt befindlichen Bundeskanzlerin Grundlage für eine verhängnisvolle Entwicklung in Europa ist, denn wir haben dieses europäische Projekt nur deshalb bisher zum Erfolg bringen können, weil wir mit unseren Nachbarn pfleglich umgegangen sind und sie nicht vor vollendete Bonner oder Berliner Tatsachen gestellt haben. Bei der Migrationsentwicklung im Herbst 2015 hat die Bundeskanzlerin ja deutlich gemacht, dass sie weder auf die europäischen Nachbarn gehört hat, noch auf den eigenen deutschen Bundestag oder gar auf das, was die deutsche Bevölkerung in diesem Zusammenhang gesagt hat. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn die anderen europäischen Staaten nach dem Brexit sagen, so geht das nicht weiter. Und wir sehen doch in Warschau, in Prag, in Budapest und in Bratislava, dass die Staatsführungen sich deshalb Gedanken machen, weil das nicht der europäische Weg sein kann, den die Bundeskanzlerin vorgegeben hat. Das ist das Zweite, was man in diesem Zusammenhang sehen muss, in Verbindung mit der europäischen gemeinsamen Verteidigungsüberlegungen. Das hat ja mannigfache Ursachen, die auch mal in einer gewissen Konkurrenzsituation zur NATO zu sehen waren. Aber wir müssen da heute feststellen, die europäischen Verteidigungsüberlegungen, wie sie derzeit auch durch die Europäische Kommission angestellt werden, haben ja zum Inhalt dasselbe Aggressionsmodell gegenüber allen unseren Nachbarn an den Tag zu bringen und auf den Tisch zu legen, wie wir es bei der NATO haben. Die NATO ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Übereinstimmung mit dem eigentlichen NATO-Vertrag und einer reinen Verteidigungsüberlegung tätig. Und das Gleiche, dieses Aggressionsverhalten will auch die Europäische Union mit ihren Verteidigungsüberlegungen, die dann zweifellos auch im amerikanischen Interesse sein werden. Das muss man alles so nüchtern sehen, wie es ist. Die Europäische Kommission legt etwas auf den Tisch, was die Welt eigentlich erschaudern lassen muss. Gut, dann würde ich mich interessieren, also wie sehen Sie das sozusagen, was ist Ihr Ausblick, wenn diese europäische Armee kommt, wie wird das Zusammenspiel oder das Konkurrenzverhalten womöglich mit der NATO sein? Worauf müssen wir uns einstellen in Europa? Ja, das, was Biden gemein ist, übrigens befördert durch eine Ermächtigungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 3. Juli 2007 im Zusammenhang mit dem Tornado-Einsatz in Afghanistan. Das ist, dass sowohl die NATO als auch die Europäische Union die Welt mit Aggression überziehen werden. Das ist kein Verteidigungsbündnis mehr, sondern das ist eine Aggressionsdimension, die hier aufgemacht wird. Das ist etwas, was man zweifelsohne sehen kann und wo es überhaupt keine andere Grundlage in den Papieren der NATO und auch der Europäischen Kommission gibt. Und das, was die Verteidigungsminister dazu in der Regel erstellen, ist genau auf dieser Schiene. Das heißt, der Welt blüht nichts Gutes, wenn sie an diese Ankündigungen aus Brüssel und Berlin denken muss. Und das ist das eine. Das zweite ist, auch den Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen Union, denen blüht etwas Übles, denn diese Überlegungen in der NATO und in der Europäischen Union sind ja offensichtlich von dem Gedanken der begrenzten Souveränität der NATO-Staaten und der EU-Staaten geprägt. Wir sehen ja in diesen Tagen Überlegungen, den NATO-Raum zu einem militärischen Schengen-Raum zu machen. Das geht nur, wenn die Reste europäischer Souveränität
die ja mit den staatlichen Grenzen verbunden sind, so zugrunde gefahren werden, wie die Bundeskanzlerin das in der Migrationskrise gemacht hat. Also vor diesem Hintergrund, das ist für unsere Nachbarn nichts Gutes und das verheißt auch für die Bürger in Europa selber überhaupt nichts Gutes. Nun verfügt ja Deutschland meines Erachtens über keine besonders schlagkräftige eigene Armee. Will sich Deutschland mit diesem neuen Bündnis, mit dieser europäischen Armee vielleicht auch so ein Stück weit ja selbst stärken? Welche Rolle kommt Deutschland auch überhaupt darin zu? Also was glauben Sie, was ist da das Interesse? Also das ist ja eigentlich gelebter politischer Schwachsinn, wenn man in einer solchen Studie auf der einen Seite den Zerfall Europas vor allen Dingen nach der Brexit-Entscheidung in Großbritannien prognostiziert und dann gegensteuern will durch eine gemeinsame europäische Aggressionsarmee. Das kriegt man ja politisch nicht auf die Reihe und das macht ja deutlich, dass das alles verzweifelte Bemühungen sind, in Zusammenhang mit der Politik der eigenen Regierung für die Streitkräfte noch etwas übrig zu lassen. Wir sind ja, wenn wir uns die heutigen Entscheidungsmöglichkeiten der deutschen Bundeswehr und der deutschen Verteidigungspolitik in der NATO ansehen, wir sind ja unter dem Zustand, den die rumänischen Streitkräfte bei der Wehrmacht hatten. Das muss man in aller Deutlichkeit feststellen. Nun hatte ich den Eindruck, der Druck seitens der USA innerhalb der NATO, dass sich die anderen Staaten mehr beteiligen sollen, auch finanziell mehr beteiligen sollen an den Einsätzen dann gemeinsam. Das ist nicht unbedingt etwas, was Deutschland jetzt mit Jubel wahrgenommen hat. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Deutschland da zu denen gehört, die da voranpreschen und sagen, jawohl, das ist das, was wir möchten. Also weswegen sollte Deutschland jetzt quasi noch mehr Militarisierung wollen? Helfen Sie mir, das zu verstehen. Ja, da muss man, glaube ich, an zwei Dinge besonders erinnern. Das eine ist, mich wundert ja auch, dass ausgerechnet Vertreter aus so sympathischen Ländern wie Dänemark und Norwegen heute in Europa die obersten Kriegsbefürworter und Kriegstreiber und Aufrüstungsfreunde sind. Das gilt für den ehemaligen NATO-Generalsekretär Rasmussen mit seiner Kriegsbegeisterung für den Irakkrieg, genauso wie heute für den ehemaligen Ministerpräsidenten Stoltenberg. Das sind alles total üble Entwicklungen. Ja, dass die Bundesregierung nicht begeistert ist, das ist das eine. Das zweite ist, sie macht alles mit. Also vor diesem Hintergrund, auch das ist gelebte politische Schizophrenie und das muss man in aller Deutlichkeit ansprechen. Wo sind denn die Entscheidungen der Bundeskanzlerin und des Bundesaußenministers im Zusammenhang mit den NATO-Gipfeln gewesen, wo das alles festgelegt worden ist? Dass wir heute einen amerikanischen Präsidenten Trump haben, der für seine Streitkräfte alles tut, was die Finanzierung seiner Ambitionen durch die Bündnispartner ausmachen soll, das sieht doch jeder. Wir leben doch in einer Situation, wenn wir das ganz nüchtern sehen, was in der NATO läuft, dass wir demnächst einen amerikanischen Militärbefehlshaber für Europa bekommen. Und der wird dann noch eines seiner künftigen Hauptquartiere in Deutschland haben. Das muss man doch so sehen, wie es ist. Herr Wimmer, jetzt haben wir über die Prognosen der anderen gesprochen. Mich würde interessieren, wie würde Ihre eigene Vorausschau 2040 aussehen, also Ihre Prognose? Wir sollten dazu übergehen, dass deutsche Streitkräfte nur noch unter deutschem Befehl stehen, unter deutschem Oberbefehl, auf keiner Ebene unter dem Oberbefehl fremder Streitkräfte oder von Staatsbürgern anderer Staaten. Und dass wir dann eine friedensgeneigte deutsche Politik in Europa betreiben, eine Politik der guten Nachbarschaft und nicht der von den Vereinigten Staaten hochgezogenen Aggressionsbereitschaft gegenüber der Russischen Föderation oder anderen Völkern auf diesem Globus. Wie ist denn Ihre Prognose hinsichtlich der entweder einigen EU oder aber der zerbröckelnden EU, wenn Sie das jetzt sich anschauen, was die anderen prognostiziert haben? Was denken Sie? Ja, wenn die Bundeskanzlerin weiterhin im Amt bleiben sollte, wird Europa vor die Wand gefahren.